Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mountain Blade 2 Bannerlord. Wir sind mit Vlandia im Krieg und wir sind aber gerade ganz gut aufgestellt eigentlich. Wir haben nämlich schon die meisten Armeen von denen vernichtet und ja, jetzt können wir versuchen ein paar Städte und Burgen von denen zu erobern. Die wollen nach Ortysia ganz nach unten, da wollen wir aber eigentlich gar nicht hin. Wir wollen nämlich hier oben bleiben. Und versuchen hier auch die Region so ein bisschen zu verteidigen. Lösegeldforderungen lehnen wir ab. Da kommt nämlich gerade schon wieder eine Armee. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin wollen. Oder wurde gefangen genommen. Heiratsantrag für Helga lehnen wir ab. So, also viele Truppen kriegen wir jetzt hier auch nicht raus. Ich will nicht die ganzen Rekruten nehmen. Weil wir hier ja auf jeden Fall auch die Möglichkeit haben, bessere Truppen zu bekommen. Wir sind in heimischen Gefilden. Was ist hier passiert? Nordhus ist besser geworden. Britner Bogenschütze oder Britner Krieger? Britner Krieger. Oh, und du hast viele, viele Fokuspunkte auszugeben. Alles klar, dann wollen wir mal gucken. Ausstrahlung, Vogt und dann wirst du vielleicht den Speer noch mal besser. Könntest du was vertragen? Ja, hier hinten haben wir tolle Truppen. Na siehst du, geht doch. Ja, Laschoneks Armee ist hier vorne. Die sammeln sich vermutlich gerade noch, um die Städte zurückzuerobern. Befördern können wir auch wieder. Können auch mal gucken, was wir hier anheuern können. Guck mal, sind auch nicht schlecht. Zumindest die beiden. Bei dem Rest gucken wir nochmal. Hier wurde schon angeheuert. Da kriegen wir nicht mehr so viel raus. Und dann gehen wir hier hoch. Marunat wird schon wieder belagert. Verdammte Axt. Na, das wird vermutlich auch eingenommen gleich. Alle mit. So, Laschonek, was machst du denn da? Jetzt geht er los. Jetzt zieht er es los. Ortysia ist eingenommen. Sehr gut, das war wichtig. Aha, wer kämpft denn da? Varax-Trupp. Ortysia ist gerade eingenommen und die Rebellen übernehmen die Kontrolle. Sehr schön. So hat man das doch gerne. Da kann man gleich Ortysia nochmal angreifen. So, Karabanzet holen wir uns zurück. Marunat ist schon wieder gefallen. Es ist gerade so ein Hin und Her hier mit den Städten. So, jetzt wird doch Marunat wieder belagert. Okay, soll mir recht sein. Können wir auch hin. Dann holen wir uns die noch dazu. Okay. Ja, reite doch bitte nach Marunat. Wir holen uns die Burg hier.
Dort sitzen nämlich zwei unserer Gefährten, die normalerweise hier den Trupp anführen. Und da werden wir jetzt mal belagern. Okay, Falkrit ist gerade aus dem Gefängnis entkommen, weil wir hier belagern scheinbar. Nortus wurde angegriffen und wurde gefangen genommen. Kein gutes Omen. Okay, sie kommt zu uns. Oh oh. Wir fliehen in die Burg. Und warten hier. Das ging gerade nochmal gut. Ja, schade, dass wir die Burg jetzt nicht einnehmen konnten. Marunat ist wieder eingenommen und deren Armee reitet hier Richtung Marunat. Belagert ruhig die Stadt nochmal. Und auch die Stadt wird direkt von Rebellen übernommen. Was ist denn hier los? Das kann doch wohl nicht angehen. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es echt nicht. Das gibt's ja gar nicht. Den holen wir uns. I give up. Is that you? Ja, ihr seid frei. Jetzt können wir uns hier noch ein paar Leute holen. Der ist schon zu viel. Schade. Lassen wir den weg. Und die Gefangenen nehmen wir noch mit. Die Burg holen wir uns zurück. Nortus der Stille, ja, da bezahlen wir mal. Müssen wir abziehen. Marunas kriegt Rogan der Rote wieder. Ich hoffe, er kann es auch halten. Leute, greift doch die Armee an hier. So eine kleine Kämpfe hier braucht niemand. Okay, Karban seht. Shastimir hat auch eine Armee ausgehoben. Hier wurde eine Armee gerade von uns besiegt, glaube ich. Wir gehen zurück nach Marunas. Friedensangebot. Nee. Sorry, aber nein. Das machen wir nicht mit.
Da, die bräuchten wir, die Armee. Die müssen wir eigentlich jagen. Da ist noch eine Armee. Und die kriegen wir natürlich wieder nicht. Nach Lageta zum Belagern, ja klar. Hier oben tobt der Krieg, Leute. Nicht dort unten. Ja, Nordhos, der muss eigentlich mal einen neuen Trupp gründen. Vielleicht nicht gerade jetzt, wenn die Armee hier vorbei marschiert. Himmelblutachs bezahlen wir auch. Das Friedensangebot, das machen wir noch nicht auf. So nicht. Die sammeln sich hier scheinbar. Kommen ein paar dazu. Ich glaube, jetzt können wir die mal wieder losschicken. Truppen gründen. Entwischt uns. Marunas ist wieder eingenommen. Die kommen. Wir warten jetzt mal, bis die angreifen. Keine gute Idee. Das sind zwei größere Armeen. Tja, der wird jetzt aufgerieben hier. Der Kollege. Da können wir leider auch nichts machen. Die sind zahlenmäßig uns überlegen. Lagern die Burg auch noch mal. Da kommt er schon. Jetzt haben wir zumindest den einen dann hoffentlich hier weggelockt, dass Lashoneks Armee die andere Armee eventuell kleinkriegen könnte. Wir warten mal. Lageta wurde eingenommen. Rugan der Rote soll Lageta besitzen. Hätten wir vielleicht nehmen sollen. Wir können das besser einstellen mit den Rebellen. Naja. Lösegeld, nein. Ilya ist nun 16 Jahre alt.
mal ihren eigenen Weg. Das kann man mal nehmen. Pilgerfahrt. Turnieren teilnehmen. Das Leben genießen. Ja, ich glaube, Reitkunst kann auch ein bisschen besser werden. Okay, die verfolgen uns. Locken wir sie mal weg. Die gehen runter nach Lageta wieder. Ach Gott. Ist das ein Hin und Her immer? Ah, verdammt. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Wir können versuchen zu fliehen. Ich glaube, das machen wir auch. Ach, verdammt, Leute. Okay, er findet das nicht gut, dass wir weggelaufen sind. Das ist eine Schande. Okay, ich werde das bedenken, wenn ich solche Handlungen in Betracht ziehe. So, wir sind immer noch zu langsam. Das ist so ärgerlich, Leute. Es ist so ärgerlich, dass sie quasi vor uns hier rumlungern und wir kriegen sie nicht und können nicht mit denen kämpfen. Friedensangebot, das wollen wir gar nicht annehmen. Ja, da haben wir jetzt viele, viele Truppen verloren wieder gerade. Das war aber auch so nicht geplant. Es kommt aber davon, wenn man hier ja, ein bisschen rumspielt. Verhältniszuwachs gegenüber dem anderen Geschlecht. Volle Blüte. Setzen wir nochmal einen Punkt rein in Ausstrahlung. Nordhus der Stille ist in Speer besser geworden. Reisegeschwindigkeit bei Nacht ruhig. Gala ist in Ausstrahlung besser geworden. Gucken wir mal. Ja, nehmen wir das mal. Jetzt werden wir Marunath wieder erobern, bis dann die nächste Armee wieder zu uns kommt. Es ist wirklich so ein Teufelskreis. So, wir entsenden jetzt hier die Truppen. Gar keine Lust mehr auf das Hin und Her. Oh, Milizspeerträger, nee, danke. Der kam wieder zurück. Die Plünderer wollen wir auch nicht haben. Auch hier unten verbergen sich noch ein paar gute Truppen sogar. Ja, den Rest nehmen wir mit. Die nehmen wir auch alle mit, die können wir befördern. Gnade zeigen. Ach, hier haben sie auch wieder alles zerstört. Sachen verkaufen. Zurück zur Armee. So, jetzt haben die auch mal Probleme mit Rebellen. Ich hoffe, dass jetzt deren Armeen mal dorthin marschieren. Sitze von Marunas, ja, nochmal Rugan der Rote. Nützt ja nichts.
Burgrem Toll. Oder auch nicht. Die verlassen wir mal. Dann gehen wir mal da rein. Damit die in etwa gleich groß sind, die Armeen. Komm, du kannst was anderes machen. Das ist so ein Quatsch, hier mit so vielen Mann eine kleine Burg zu belagern, die gleich sowieso wieder in die Hände der anderen fällt. Komm, bevor die da sind, machen wir das hier schnell. Jetzt geht die Runde nach Lageta. Ich würde hier die Sachen eigentlich ganz gerne wieder haben. So, Remtoy geht wieder an Rugan. Wie eben auch schon. Es könnte sein, dass sie nach Sargot gehen. Guck mal, da war zumindest eine Armee gerade. Die haben die Stadt nämlich zurückerobert. Hier ist nicht viel zu holen. Fangen, verkaufen. Ja, machen wir. Zurück zur Armee. Wer ist denn hier wieder besser geworden? Nortos. Ein Vogt. Okay, minus 10% Nahrungsverbrauch oder Werkstätten. Wir nehmen mal das, Nahrungsverbrauch. Guck mal, da ist schon wieder die nächste Armee. Die wollen Frieden schließen. Oh, 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 oh. Oh. Angriff. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier ausgeht, Leute. Da bin ich echt mal gespannt. Wir nehmen die hier mit. Follow me! Dann sind sie. Man könnte sich super an den Brücken platzieren. Sie warten natürlich hinten. Das werden wir verlieren, Leute. Wenn die dort hinten warten. Warum treffe ich denn nichts, sag mal? So mit draufkloppen. Oh, das ist nicht gut. Schau mal, wie die uns fertig machen. Ah, Leute, 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 Leute.
Die haben uns sauber eingekesselt. Mit zwei Armeen. Gar nicht gut. Und unsere ganzen Sachen sind wieder weg. Wenn wir jetzt gefangen genommen werden. Naja, wir haben ja doch die Möglichkeit, gleich den Friedensvertrag anzunehmen. Das machen wir dann mal wieder. Ja komm, das ist gelaufen, Leute. Das sehen wir doch. Das sehen wir doch. Ja, die rüsten immer weiter auf. Also. Das werden wir auch nicht mehr drehen können mit den paar Mann, die wir haben. Das ist gelaufen. Die versuchen natürlich ihr Bestes noch. Hier verschanzen sich so ein bisschen am Fuße des Berges. Aber das wird nichts mehr. Ja, eine Niederlage, eine ganz kräftige. Okay, wir nehmen den Friedensvertrag an. Wenn ihr euch verpflichtet, ja, okay, komm. So, wir sind freigekommen. Und wir ziehen uns mal zurück. Ja, eigentlich schade, weil die haben wirklich einiges von uns eingenommen hier. Karabanzet, Burg Pentrake, Burg Drumor. Das ist nicht so super. Oh, wir müssen uns komplett neu wieder auffüllen. Schade. Dafür holen wir jetzt mal alle zu uns. Formiert sich noch neue Tore auch. Erik kann mal zu uns kommen. Nordhus gründet auf jeden Fall gleich wieder einen Trupp. Sorena kommt mal, Tora kommt. Und hier der Danivan, der kommt auch. Na, das war ja eine Schlacht. Richtig schön abgelost. Obwohl ich fand, dass wir zahlenmäßig generell überlegen waren, den Blandianern. Die hatten nur irgendwie einen besseren Vorteil. Truppen. Es nützt ja nichts. Maultiere. So, Nordhus kann schon mal einen neuen Trupp gründen. Helga wird nicht verheiratet, Leute. Da wird nichts draus. Nevionsk.
So, da wollen wir rein. Dunglanis. Ja, da sind auch ein paar gute Truppen mit drin hier. Okay. Ja, ja, Mann. Achso, Surina ist auch schon da. Schicken wir auch direkt los. So, die anderen müssten sich berappelt haben. Iria kann mal neu kommen. Ne, Tore kommt. Iria ist immer noch dabei, sich zu formieren. Hasawa wird angegriffen und gefangen genommen. Ach, ist das schön. So, Tor ist auch wieder da. Iria kann auch kommen. So, wie sieht's hier aus? Einmal befördern, bitte. Oh Gott. 40 Mann auf der einen Seite, 40 Mann auf der anderen. So, Quartiermeister ist Tore, Speer sind wir selber, Baumeister ist Erik und Wundarzt ist gleich unsere Frau, wenn sie wieder da ist. Lageta wird belagert. Besitzer von Ortysia. Storia, Britannia. Soll Rugan mal bekommen. So, südliches Imperium. Schaut mal, wie groß die noch sind. Bloß, wo halten die sich auf? Das ist die Frage. Ist einer. Iria ist unserem Truppe beigetreten. Die kann dann wieder den Job der Wundärztin übernehmen. Durch Wälder reiten, könnten wir ihn einholen. Oder wenn er in eine Sackgasse läuft. So, den holen wir uns. Und richten wir den direkt hin. Da können wir wieder nichts anheuern. Gehen wir mal hier hoch. Gucken da mal nach Truppen. Hier
Ja, nur weil wir einen hingerichtet haben, eskaliert das hier oben wieder. So, wir ziehen uns nach Rote zurück und gucken dort mal nach dem Rechten. Ja, was eine Folge, Leute. Wir sind am Ende angelangt. Würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet, wieder mit dabei seid. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Jagd auf das südliche Imperium noch machen können. Ja, lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.